Hallöchen, meine lieben Modellbau-Community, Modellbau-Freunde. Und es geht weiter, und zwar mit diesem Buch hier, mit dem Panzer 5 Panther, also Panzerkampfwagen 5 und seine Abarten vom Motorbuchverlag Spezial. Warum Spezial, weiß ich leider nicht. Das konnte mir noch keiner so wirklich beantworten. Aber egal, ich möchte euch gerne zeigen. Wie gesagt, ich bin Panther-Fan. Ich mag dieses Fahrzeug einfach. Und das sind 280 Seiten, reine Info. Und es ist eine gewissermaßen eine wissenschaftliche Abhandlung über dieses Fahrzeug. Über die Technik, welche Leute da involviert waren, warum dieses Fahrzeug überhaupt kam und so alles, ist natürlich jedem bekannt durch den T-34. Es war ein ziemlicher Schock für die Wehrmacht. Und das ist halt dieses Buch dazu. Es ist absolut mein Lieblingsbuch. Es ist derzeit auch mein einziges. Wie gesagt, ich werde mir noch mehrere holen, weil ich total toll finde. Hier hinten zum Beispiel so eine kleine Zusammenfassung über dieses Buch und ein paar, ich sage mal jetzt, Bemalungsvorschläge. Für uns ist das natürlich interessant. Auch für den Technikbegeisterten ist das hochinteressant, weil das ist echt Pornografie für den Modellbauer. Das ist einfach mal so. Da haben sie gute Arbeit gemacht. Ich kann nicht sagen, ob das alles hundertprozentig korrekt ist. Ich habe kein Gegenstück oder sonst irgendwie was. Ich bin auch kein Experte. Ich bin auch kein, sagt man, Panzerschlosser, glaube ich, heißt dieser Beruf. Also um Fahrzeug konstruieren. Bin mir nicht so sicher. Gut, kommen wir gleich mal zur Sache. Oh, ja, das habe ich halt für mein Pantherchen. Das ist irgendwie noch da drin geblieben. Ich habe mir so ein paar kleine Zettelchen gemacht. Kommen wir gleich mal rein. Die ist die erste Auflage von 2010. Die habe ich mir da auch gleich gegönnt. Was kostet das? Fragen sich jetzt gleich welche. Was schätzt ihr? Das Ding kostet gerade mal 20 Euro. Das ist ein Witz. Für mich ist es ein Witz. Also sorry. Also für so ein gutes Buch, Internet kommt da einfach nicht dran. Wie ihr schon seht, Inhalt ist alles dabei. Über Henschel, von MAN, von Daimler-Benz bis Porsche, alle haben an diesem Projekt mitgewirkt. Es gibt auch zig Versuchsfahrzeuge, nur vom Panther. Ja, hier sieht man gleich mal, ich glaube, das müsste Maßstab, steht leider hier nicht, das ist nicht 1:89 oder so, also H0, irgendwie so wirkt das so ein bisschen, aber man sieht hier Ausführung D, das ist nach der Reihe, ist das gemacht. Warum die Ausführung D als erstes als das Ausführung A ist, kann ich euch jetzt nicht so spezifisch erklären, steht aber alles hier drin. Es ist ein bisschen verwirrend bei dem Panda. Die D ist das sozusagen dieses Versuchsfahrzeug eigentlich gewesen, was dann direkt in Serie ging. Wie gesagt, der Panda wurde innerhalb eines Jahres entwickelt, Konzept, Prototyp, Serienreife. Also das ist Wahnsinn, wie viel Energie die da reingesteckt haben. Und da sieht man, wie geschockt die waren und wie beeindruckt die waren durch den T34. Also ich hoffe, dass Motorbuchverlag noch den T34 irgendwann mal annimmt. Oder ihr könnt mir ruhig mal schreiben, was ein Buch gut für ein T34 ist. Also auch so ein Nachschlagewerk. Wie gesagt, es ist wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung. Man sieht halt die verschiedenen Typen. Diese Anlagen, Inhaltsverzeichnis, alles da. Im Vorwort natürlich vor dem Autor. Auch wieder, also nee, das ist die vom Walter J. Spielberg. Der hat den Text und Hillary L. Dahl, ich sag das jetzt mal so, ich weiß nicht so genau, der hat die Skizzen und die Fotos wahrscheinlich. Und dann geht das hier schon mal los. Hier ist zum Beispiel T34, den DB von Daimler-Benz, den Erstversuchswagen. Man sieht total die Ähnlichkeit und dem Panther. Den ersten Versuchswagen 3002 von MAN. Das Coole ist ja, bei dem war eigentlich vorgesehen, dass er hinten so extra Sprittank bekommt. Das finde ich total cool. Ja, und das geht dann hier los mit wie viel Motor, wie viel PS, wie viel der Prototyp, auch selbst Modelle und dann sehr viel Text. Aber das ist echt gut zu lesen, ist auch sehr verständlich. Und es geht dann immer darum, warum, wieso haben die sich dazu entschieden, erste Proben und dann extrem viele Werkfotos. Also ist der Wahnsinn. Also vom Motor, es ist alles drin. Zeichnungen, als ob man selbst einen Panther gleich bauen könnte. Montageanleitungen selbst vom Werk. Luftfilter, Einspritzanlage. Ja, das ist nicht so weit interessant, aber die Geschichte ist halt. Und hier auch seitenvorgelegertes Treibrad, da hat sogar vorne eine kleine Mini-Stützrolle. Warum das so ist,
die Bremsanlage, wie funktioniert die Federung. Zum Thema auch Spannrolle ist so eine Sache. Da sieht man mal, wie die Kette gespannt wurde, wie die einzelnen Gummilagen gewechselt wurden. Es ist hochinteressant. Der Federweg, das ist Wahnsinn. Ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, deswegen springen wir mal ein bisschen. Dann kommen wir hier mal auch mal zu was ganz Geilen, und zwar zum Infrarot-Zielfernrohr. Ja, die haben Infrarotscheinwerfer gehabt und konnten per Nacht operieren. Es steht leider nicht, welche Einheit dies hatte. Aber hier wird gezeigt, welche Fahrzeuge damit ausgerüstet wurde. Zum Beispiel hier Infrarot-Beobachtungswagen Uhu. Kennt ein oder andere. Oder der Falke. Das ist hochinteressant. Ich glaube, ich bin über eine Sache gesprungen, die ich nicht springen wollte. Ja. Das sind sehr viele Montagefotos und halt auch vom Werk ab. Das Gute ist, sie ist auch erklärt, was für ein Turm das ist. Das ist immer das Tolle. Und genau die Spezifikation, was für Teile wie bedeuten, was es ist, wie viel Panzer, also wofür was überhaupt dient, wie ist die Bemalung von innen. Also wie gesagt, einmal mit Schürzen, einmal ohne Schürzen. Wie liegt die Kette? Wie sind die... wo berührt die Kette die Laufrollen? Das ist alles mit Zimmerit. Wie ist das aufgetragen worden? Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Also guck, man hier sieht ja auch, die Fahrzeuge wurden schon vor Werk schon direkt abgetarnt mit Grünkram. Flammenvernichter, ja, das ist echt alles dabei. Kommen wir gleich mal weiter. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht so viel spoilern. Panther 2 ist auch hier eine Thematik. Auch der Jagdpanther ist drin. Beide, frühe und später Ausführung. Es gibt ein extra Buch nur über den Jagdpanther. Wie gesagt, der ist hier nun mal angeschnitten worden. Und es ist halt... Der Panther selber ist aus allen Seiten abgelichtet, von oben, von unten, von innen drin, wo liegt die Batterie, jedes Kabel, alles. Es gibt auch eine Flammenwerfer-Version, alle erdenkliche Reihen. Ich weiß nicht mal, woher die Bilder haben. Ich finde das echt krass. Und es ist ein echt wirklich tolles Buch. Auch zum Vergleich zu den Alliierten gibt es da drin. Hier sieht man mal frühe Version. Späte Version. Später wurden dann vorne die Kanonenblende, wo die Kanone selbst alles drauf sitzt, nur noch angeschraubt und vorher wurde es geschweißt. Das ist echt hochinteressant. Ja, und noch viel mehr Konzepte. Zum Beispiel Waffenträger auf verkürzten Pantherfahrgestell ist auch dabei. Gibt es ja auch einige Paper Tanks. Raketenwerfer. Und dann gibt es auch eine Anlage. Das sind den Ingenieuren, die da Karl Maybach und Knipkapp ich kennt oder ein oder anderen deren. Und ein Haufen Tabellen. Tabellen, 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 Tabellen. Wie gesagt, es ist eine wissenschaftliche Abhandlung über dieses Fahrzeug. Auch überall, wo die Panzerung ist. Zum Vergleich zu den Alliierten und zu den anderen Fahrzeugen. Beschusstests sind auch dabei. Da sieht man mal, wie das wirklich auch aussieht. Ist auch erklärt mit was. Es gibt auch Erfahrungsberichte von den Franzosen, wie die das Fahrzeug selber finden. Und wie die Qualität ist und so alles. Und auch die Zulieferanten sind drin. Wer da was zu sagen hatte. Ja, und ein Haufen Tabellen halt. Kann ich die ganze Zeit hier durchgehen. Das will ich euch mal ersparen. Ja. Dann hier nur ein Inhaltsverzeichnis. Sachregister. Und was ich total cool finde, sind die Abkürzungen hier. Hier sind noch viel, viel mehr drin. Was das alles so bedeutet. Es gibt ja einige Leute, die werfen nur um sich mit Abkürzungen. Ja, das war von dem hier. Ist echt zu empfehlen. Ein sehr, sehr tolles Buch. Es macht Spaß zu lesen. Man hat das auch recht zügig durchgelesen, muss ich sagen. Aber für den Modellbauer ist das echt Gold wert. Gerade mit dieser Ausführung D. Das ist der erste. Da kommt erst die Ausführung A und dann die Ausführung G und dann die Ausführung F. Die F ist aber dann nicht mehr gekommen. Nur noch der Turm sozusagen. Da gibt es noch einen, wie gesagt, steht ja alles drin, irgendwo in Großbritannien steht noch eine Originalausführung F-Turm, der hat ein Zielentfernungsmesser gehabt. Das war halt von Vorteil, wenn du genau weißt, wie weit das Ziel entfernt ist, kannst du natürlich die Kanone dementsprechend einstellen. Ja,
das ist von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich konnte ein bisschen Einblick da reingeben. Wie gesagt, es kostet gerade mal 20 Euro. Ich bekomme auch dafür kein Geld. Gar nichts. Ich mache das alles freiwillig. Ich zeige das euch einfach mal nur, weil das ist echt ein wahrer Schatz ist. Weil Internet für mich kann nicht alles bieten. Man sieht immer nur so Bilder. Klar, man kann auch Vergleichsmodelle nehmen, aber es gab dann eben auch Mischversionen. Das ist ja das. Beim Tiger ist es ja auch ganz berühmt. Oder beim Panzer 3 oder Panzer 4. Irgendwann wurde alles irgendwie verwendet. Die Wehrmacht hat halt natürlich nichts umkommen lassen. Konnte sie ja auch nicht, weil sie brauchte das Material natürlich. Gut. Zum Cover noch zu sagen, ist wirklich sehr schön. Also das Bild ist irgendwie in Italien aufgenommen. So sieht das zumindest aus. Ich glaube, es ist auch Italien. Da gibt es mehrere Bilderfolgen, glaube ich. Ich finde das Design sehr gut. Es ist ein Hardcover-Band. Also ist kein Softcover. Sehr fest, sehr robust. Das Papier ist auch eine sehr gute Qualität. Schön griffig, schön dick. Macht echt Spaß. Wie gesagt, es ist alles drin, es ist halt auch viel Geschichte und man sieht einfach eigentlich, dass das total überhastet wurde, komplett dieses Thema zu diesem Panther. Ja, jo, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich möchte es jetzt nicht zu sehr in die Länge hier ziehen. Wie gesagt, ich werde nach und nach mal wieder ein paar Bücher zeigen, auch Flugzeuge, auch Schiffe. Keine Angst, ist für jeden was dabei. Ich habe auch nicht so viele Flugzeuge, das da. Aber ich werde mir von einigen Modellbaufreunden ein paar Literatur-Leckerlis sozusagen ausleihen und die euch vorstellen. Ja, wie gesagt, nochmal danke am Motorbuchverlag, dass ich das machen darf. Ja, ich bedanke mich bei euch beim Reinschauen. Viel Spaß und wenn ihr das habt, viel Freude damit. Ich habe Spaß daran, ist echt zu empfehlen. Macht's gut, eure Plastikspiele. Tschüss.